ich möchte ganz gern, viele Sachen sind schon gesagt worden und den Höhepunkt der Veranstaltung haben wir bestimmt jetzt auch schon überschritten. Ich möchte aber trotzdem, bevor wir jetzt alle furchtbar nass werden, nochmal ein paar Worte sagen zu einem der weiteren Gründe, warum wir heute Abend hier sind. Viele von euch haben ja gesehen, dass hier jede Menge Polizei steht, vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Die sind nicht alle wegen uns da. Tatsächlich findet hier heute Abend eine Veranstaltung statt mit dem Titel Alternative Fakten. Leben wir im selben Universum? Ein Verfassungsgespräch. Die Schirmherrschaft dieses Gesprächs hat hier Professor Dr. Stefan Habart. Wir haben ja schon einiges gehört über die alternativen Fakten. Herr Habart kennt die ja sehr gut. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts erklären die Impfpflicht für verfassungskonform und berufen sich alleine auf die Behörden, wie das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, das natürlich weisungsbefugt sind. Das heißt, damit erklären uns diese Richter, eine politische Entscheidung ist alleine deshalb schon verfassungsgemäß, weil die Regierung sie für richtig hält. Ich finde, eine solche Haltung am Bundesverfassungsgericht stellt eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie dar. Der Vorsitzende Richter Habart und seine Kollegen haben uns letzte Woche erklärt, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen, Entscheidungen der Politik unabhängig auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Stattdessen sind sie bereit, auch die fadenscheinigsten Begründungen zu nutzen, um die Regierungspolitik zu rechtfertigen. Sie schützen damit nicht mehr die Verfassung vor einer übergriffigen Politik, sondern sie schützen diese Politik vor der Verfassung. Ein solches Verfassungsgericht brauchen wir nicht. Wäre es besser, die Verfassungsrichter gar nicht mehr anzurufen, um zu verhindern, dass offensichtliche Fehlentscheidungen der Politik
juristisch zementiert werden. Ich denke, wir können uns die teuren Richter der roten Roben in Zukunft einfach sparen. Und das Bestürzende ist, dass wir von der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht einmal überrascht sind. In kürzester Zeit haben die amtierenden Richter um Stefan Habart den Ruf eines Gerichts zerstört, der in Jahrzehnten von gewissenhaften Richtern aufgebaut worden war. Von Richtern, die konsequent Entscheidungen auch gegen verfassungswidrige Gesetzgebungen gefällt und damit ihre Unabhängigkeit unter Beweis gestellt haben. Aber der jetzige Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habart, ehemaliger Vizefraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag und gern gesehener Gast bei Abendessen im Kanzleramt, hat möglicherweise eine andere Vorstellung von Unabhängigkeit als seine Vorgänger. Wir müssen uns natürlich fragen, warum die Polizisten, die hier vorne stehen, in unsere Richtung gucken und nicht in die Richtung von Habart gucken und die wegen Rechtsbeugung festnehmen. Hier beginnt gleich die Veranstaltung, die ich eben genannt habe. Alternative Fakten. Leben wir im selben Universum mit Professor Habart? Ich weiß nicht, in welchem Universum Herr Habart lebt, aber ich weiß, in welchem wir leben. Wir leben in einem Universum, in dem die Unabhängigkeit von Gerichten nicht in Frage gestellt werden dürften. Leben in einem Universum, in dem Meinungen, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht unterdrückt werden dürfen. In dem unabhängige Experten und Studien zu Rate gezogen werden, wenn über die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen entschieden wird. In dem nicht längst widerlegte Behauptungen und Prognosen als Grundlage für aktuelle Entscheidungen herangezogen werden dürfen. In unserem Universum sollten Politiker und Juristen sich ihrer Verantwortung bewusst sein und sie sollten respektvoll mit dem Grundgesetz und mit den Menschen umgehen. Ich glaube, dass auch Herr Habart noch in unserem Universum lebt. Daran sollten wir ihn und seine Kollegen erinnern. Und auch deshalb sind wir heute hier. Es gibt in Deutschland wieder eine Freiheitsbewegung. Sie steht hier vor mir. Wer hätte gedacht, dass wir das brauchen? Aber wenn alle Institutionen, die zur Abwehr eines Unrechtsstaates eingeführt worden waren, versagen oder dekonstruiert werden,
müssen wir uns auf uns selbst verlassen. Viel zu viele haben viel zu lange geschwiegen. Viel zu lange haben sie ihre Entmündigung zugelassen. Aber die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Das war Kai, und dann gehen wir jetzt, wir haben ja schon viel davon gehört, was uns in Deutschland ausmacht. Und wir sind natürlich auch ein Land der Dichter und Denker, und dementsprechend darf ich jetzt um Applaus bitten für Angelika und ein Gedicht. Mein Name ist Angelika, ich bin extra aus Stuttgart hier angereist. Und ich habe ein kleines Gedicht für euch, wie es schon vorgetragen worden ist, was selbst geschrieben ist von mir. So, und es heißt Augenringe. Tatzend beginnen sie oben und werden immer tiefer. Dunkel wie die Nacht. Ohne wär's mir auch lieber. Es heißt, du wachst in der Diktatur auf, wenn du nicht gibst so viel Acht. Zukunftsvorhersagen kommen vom dürren Klabauterbach aus seiner Orakelfracht. Alles nur gestunken und erlogen. Sie wollen uns halten auf dem Boden. Nur sie erkennen nicht, dass ihr Verhalten uns weiter treibt nach oben. Wie könnt ihr es wagen, unseren Kopf zu ficken, uns das zu sagen? Und zu glauben, jeder reagiert naiv, freundlich nickend, wenn ihr versucht, uns ohne Vaseline von hinten zu ficken? Die Welt wacht auf! Ihr wollt das nicht! Und das ist der Grund, warum Corona ausbricht! Meine Ringe unter den Augen, sie werden immer tiefer. Meine Seele schreit, die Blicke werden Stück für Stück nieder. Ich halte es nicht mehr aus. Holt mich aus dieser Realität raus. Ihr wundert euch, warum man euch für dumm verkauft? Was erwartet ihr? Wir sind alle stumm getauft. Und sag doch was, wenn es dir nicht passt, bevor deine Seele auch in dieser Matrix verblasst. Dankeschön. Sehr schön. Wir hoffen, dass der liebe Stefan Habert und seine Freunde, die sich hier versammelt haben, um in ihrer Verschwörungstheorien-Bubble, in der jeder, der nicht dem Regierungsnarrativ entspricht, entmenschlicht und entwertet wird,
in der in faschistoider Art Andersdenkende ausgeschlossen und diskriminiert werden. Wir können hoffen, dass Versammlungen wie diese diesen faschistischen Gerichtspräsidenten des Bundesverfassungsgerichtes zum Nachdenken bringen. Dass sie aufhören, die Grundfeste dieser freiheitlichen, demokratischen Republik zu entkernen. Wie ihr alle wisst, hat morgen das Grundgesetz Geburtstag. Und auch wenn die Richter des Senats das Bundesverfassungsgericht nicht nur ermorden, sondern auch mehrfach geschändet haben, möchten wir diesen Geburtstag natürlich trotzdem feiern. Außerdem hat die liebe Annette aus Heidelberg im Orga-Team Geburtstag. Und dementsprechend wollen wir denen natürlich ein Lied singen. Für unser Grundgesetz und für Annette. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Man sieht es Annette an, sie ist noch lebendig, aber in unserem Grundgesetz sieht man doch stark die Leichenstarre und Todesblässe. Und deshalb ist es wichtig, weiter auf die Straße zu gehen, sich nicht von dem Zuckerbrot einlullen zu lassen, weil wir genau wissen, dass weiterhin Menschen in der Regierung an der Eliminierung unserer Grundrechte arbeiten und dass sie auf die Inkompetenz oder auf die Böswilligkeit von Habert zählen können. Deshalb danke, dass ihr alle da wart. Kommt morgen zum Kunstprojekt um 19 Uhr hierher. Der Tisch wird gedeckt sein für Herrn Habert. Und wir würden uns freuen, euch mal in Heidelberg zu sehen. Die kompletten Redebeiträge werdet ihr finden auf Offene Gesellschaft Kurpfalz, auf guest.de und auch auf YouTube auf Offene Gesellschaft Kurpfalz. Damit ist die Versammlung beendet. Kommt gut nach Hause.